So, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part Castlevania Area of Sorrow. Gut, den Fail vom letzten Part habe ich jetzt halt behoben. Bin jetzt halt wieder hier an derselben Stelle, wo wir das letzte Mal verreckt sind, wo ich den Fail Safe State gemacht habe. Dann wieder die schöne Waffe. Waffe zwar nicht mehr auf Wasser, aber nun gut. Und steigen ins Level auf. Auch schön. Wow. Kollege Sumpfmann. Ich mag die Dinger nicht. Stopp. Irgendwie. Oh. Ripper. Er sticht seine Gegner mit einem blutriefenden Messer. Deutsch, lesen. Schwer. Sprachen. What the f... Du Bastard! Du Bastard! Na, komm her. Aua. Scheiß Viech. Müsste noch einer auftauchen, da. Die sieht man hier so schön. Hey, Geld. Level up. Schon wieder, Alter. Hier kommt gleich wieder so ein Viech. Flammendämon lässt seine Opfer mit seinen ultra heißen Flammen verwurzeln. Oder so. Eine, ich behaupte mal, sogar sehr, sehr wichtige Seele. Ich denke jedenfalls, es ist eine sehr wichtige Seele. Ja, müsste ich. Hinhauen. Ich mach. Es ist immer noch zu wenig Damage, die Dürer haben. Puff. Hier renne ich durch, weil ich keinen Bock auf das Viech habe. Und hier rennen wir mal hoch und schauen, was ist. Hier. Aua. Was es hier oben so schönes zu holen gibt. Ist nichts Verstecktes? Aha. Ah, altes Buch 1. Was ist denn das? Der erste Geist ist ein Dämon aus dem Höllenfeuer. Sieht nach dem Geist von unserem Geist hier aus, den wir gerade eben eingesammelt haben. Den wir brauchen. Okay. Bloß ist die Frage, für was? Ich weiß es aber, ich sage es nicht. Why? 'Cause fuck. Not really. Because no spoilers. Bup. Wirft Gegner mit Schlamm. Wow. Sehr effizient. Behaupte ich mal. Da
dreieckige Doraden. Uff. So sind eigentlich, wir sind jetzt eigentlich, sag mal, für die nächste Zeit erstmal stärke technisch ja, bedient. So ziemlich. Ja, so ziemlich. Wir haben ein schönes großes Schwert, eine schöne Rüstung. Was will man mehr? Außer Steinsuppe und die besten Rüstungen. Kappa. Was? Ich hab nichts gesagt. Autsch, autsch, aua. Wasserrüstung, okay. Und wohin muss ich weiter, bitteschön? Ah, geradeaus. Oder ich muss auch geradeaus. Hoffe ich zumindest. Jo. Da war schon wieder so ein Ding. Scheiß Triton. Alles so viel Damage. Der frisst so viel Damage, der Typ. Mach dich kaputt, obwohl du in mir drin bist. Da ist mir drin. So. Schon wieder. Sag mal, wie viel von euch gibt's denn? Oh fuck. Verdammt, ich hasse Unterbrechungen. Joko! Alles in Ordnung? Sag doch was, irgendwas! Mir geht's gut, danke, dass du mich gerettet hast. Dieser Mistkerl, was hat er getan? Er hat die Macht des Schlosses absorbiert, ist viel stärker geworden. Mein Plan ist fehlgeschlagen. Spalt dir deine Kräfte, du sollst jetzt nicht sprechen. Nimm dich vor ihm in Acht, aber überanstreng dich nicht. Was, Joko? Ach, sie ist nur bewusstlos, sie atmet noch. Ich habe die Macht unterschätzt, die er erworben hat. Nun steh doch nicht so da und murmel, Joko geht es gar nicht gut. Geh, ich kümmere mich um ihre Wunden. Ich kann sie nicht einfach lassen. Nicht einfach verlassen. Sie ist mein Freund. Sorge dich nicht um sie. Du hast anderes zu tun. Graham ist zum Thron gegangen. Was ist dort? Was verschweigst du? Ich kann es nicht sagen. Du musst selbst dorthin gehen. Wenn nicht, verlierst du Mina und Joko auch. Ihr Schicksal liegt in deiner Hand. Mistkerl, du nervst. Aber ich glaub nicht, dass du mich anlügst. Du manipulierst mich. Trotzdem werde ich tun, was du sagst. Aber wenn wir je lebend hier rauskommen, will ich alles wissen. Das ist nur fair. Jetzt mach dich auf den Weg. Okay. Will ich wirklich hier hin oder wollte ich gerne wo anders hin? Wir kommen hier. Die Arena. Ganz ehrlich, ich möchte noch nicht in die Arena. Ich habe noch was anderes zu tun. Und wie man gemerkt hat, es sind die beiden, Joko und Ricardo hier weg. Der unterirdische Friedhof, dahin wollte ich. Ich glaube. Alter! Ich glaube, es ist zwar nur optional der unterirdische Friedhof, aber ich mache ihn trotzdem. Wieso? Kuss, fuck, rules we make optional things.
Leichen laufen. Wieso will mir das nicht gefallen? Das Leichen laufen? Was haben wir hier drin noch? Werjaguar. Komische Viecher. Was gibt es denn noch? Ah. Wow. Das hat weh. Oh, 2000. Ja, immerhin etwas. Miau. Oh, ein Boss. Legion. Den machen wir aber ordentlich Schaden, du. Dem Viech machen wir eigentlich ordentlich Schaden, wenn es mal hier hochkommen würde. Schlucken das Viech. Ah. What the fuck? Wow. He is firing with his laser. Oder so. Und da ist das Viech down. Level up. Legion feuert eine Reihe von Lasern ab. I am firing with my laser. Ich hier? Was habe ich jetzt noch davon? Starken Trank? Gegner, die ich two-hitten tue? Ein Ring? Goldring? Ja, du, dein Fluch hat die Schnauze. Gut, Ripper? Das sind kleine Viecher, die halt nähren. Denn... Ah! Haben wir ja was abbekommen. Die Orte erkennen, an denen die Zeit angehalten ist. Aha! Da war doch was! War doch was. Oder nicht? Hier von wegen Zeitanhalten der komische Hase oder was es da war. Mit einer Uhr. Uns einfach wieder zum Anfang des Raums teleportiert hatte. Nio. Okay, du warst nicht da. Aber du warst da. So. Mal schauen, wie lange ich diesen Part gestatte. Irgendwie geht es mir gerade so danach, dass ich den Part ein bisschen länger gestalten möchte. Ich weiß nicht warum. Es gelüstet mir nach einem... Wow. Wow. Nach einem längeren Part.
auch immer. Es kommt die Arena. Die Arena sieht auch cool aus und Musik. Einfach schön. Oh, das Schwein tut parieren. Und tot. Was ist das? Killerumhang. What the fuck? Ein fliegender Teppich. Deutsch. Hey, wir können wieder hinher springen und scheint so, als hätten wir schon 70% der Map erkundet. Das ist nice. Das ist echt nice. Apropos Stelle, die wir nicht erkunden konnten. Wir können ja mal ganz kurz dahin gehen. Ich meine, es war hier. Ich meine es. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Doch, es war hier. Es war hoch rüber. Okay. Hoch rechts. Und dann wieder rechts. Was ist schon wieder rechts? Nein. Hoch. Wow. Das war nice. Muss ich sagen, das war ein schöner Treffer. Ja, ja, die Hexe. Dann war das die nächste unten. Hier war's. Genau. Haha. Dieser Hase. Jo. Alter, hat das Ding. Die Ausdauer. Blitzpuppe. Zack und zack. Also ich meine jedenfalls, dass es optional war und nicht Pflicht. Wenn es Pflicht war, dann nevermind. Vergiss, was ich gesagt hatte. Mit der Legion-Typ da, dass es nicht nur das nur optional war. Wenn es so sei. Dunsleaf. Altes Buch 2. Okay, es ist optional. Mehr oder weniger. Altes Buch 2. Der zweite Geist ist der König der Fledermäuse. Okay. So. Der König der Fledermäuse, also so, so. Scheiß Chronomagus. Gibt's doch nicht. Schlimm mit dir. So, ich renne jetzt halt zum Schleuderkatan aus. Ja. Ich renne jetzt zum Speicherpunkt, Speicher, renne dann runter zur Arena, zu dem Teleporter und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und tschüss.